Hallo und einen wunderbaren guten Morgen. Ja, wie ihr seht, ich bin hier im Auto und zwar auf dem Weg zum Flughafen für meinen Flug nach Mallorca. Um 13 Uhr starte ich und es ist eine crazy Story. Ich habe nämlich ein Problem kreiert. Ich habe unglaublichen Schneefall kreiert. Ihr wisst ja, ich wohne in den Schweizer Bergen und ich war gestern war ich absolut eingeschneit schon. Es gab nur noch einen einzigen Ausweg und zwar über den Autoverladezug, dass ich aus dem Tal entkommen konnte. Und den habe ich am Abend genommen. Hallo, hallo ihr zwei. Und bin dann in einem riesen Schneechaos aus meinem engen Tal entflohen in ein Hotel, ein kleines, wo ich jetzt heute Nacht übernachtet habe, dass ich jetzt über einen riesengroßen Umweg zum Flughafen fahren kann. Normalerweise fahre ich 3 Stunden zum Flughafen, stehe am Morgen gemütlich auf. Ein Flug um 13 Uhr ist lässig, oder? Und gestern Abend habe ich meine Tasche zusammengepackt, mein Zeug reingeschmissen und bin abgehauen im riesen Schneechaos. Es waren Unfälle, es war also unglaublich ein riesengroßes Ding. Wenn ich gestern nicht abgehauen wäre, ich hätte nicht auf den Flug gekonnt, weil heute bis um 11 Uhr ist alles eingesperrt dort, wo ich wohne. Keiner kann rein, keiner kann raus. Es wäre keine Chance gewesen für mich, da rauszukommen. Also ich habe ein unglaubliches Problem kreiert, was natürlich logisch ist auf dem Weg zu einem Dr. Joe Dispenza Retreat, oder? Da werden immer wieder, wird man geprüft, willst du wirklich dahin? Willst du wirklich dein Leben verändern? Es ist unfasslich. Ich bin mal gespannt, was die anderen alle erleben auf ihrem Weg dorthin. Das ist eigentlich schon prädestiniert. Es gibt so viele Stories. Alle sagen, ich wäre fast nicht zum Flughafen gekommen. Ich wäre fast nicht zum Retreat gekommen. Also Oberhammer, ich bin noch nicht dort, aber es steht mir nichts mehr im Weg. Hier auf dieser Seite des Berges schneit es nicht mehr. Und das war so crazy. Und als ich dort in dem Autozug saß, kriege ich eine WhatsApp von einer Klientin von mir. Und wir haben vor 3 Tagen hatten wir das Coaching und es ging um Geld. Und wir haben wirklich visualisiert und mit Gedanken und mit Gefühlen und sie hat sich darauf eingelassen, wirklich auf absolut crazy Stories, wo sie sich fast nicht vorstellen könnte, dass die stattfinden. Es war aber doch eine große Wahrscheinlichkeit, dass es auch passieren könnte. Und wir haben die neue Realität visualisiert zusammen. Es ist so, so kraftvoll, weil wenn du zusammen irgendwie versuchst, weiterzukommen in eine Realität, wo dir dein Verstand sagt, nein, das ist wirklich nicht möglich, dann kommst du weiter rein und weiter rein. Und wir haben beide dran gearbeitet und haben gelacht und haben einen Zukunftstalk gemacht und haben uns gegenseitig erzählt, wie es wäre, wenn das eintreten würde. Und es ging tatsächlich um eine Geldsumme, die sie bekommen sollte, genau 1000 Euro. Und es war so unwahrscheinlich, dass es aus diesem Kanal kommen könnte und auf diese Art und Weise. Ich habe gesagt, egal, lass dich drauf ein, geh in das Gefühl, sei das, sei die Empfängerin. Und wir haben wirklich zusammen gefühlt und manifestiert und sind immer weiter gegangen und haben die neue Realität mehr und mehr ausgeschmückt. 3 Tage später macht sie mir diese WhatsApp-Messenger, du glaubst es nicht. Ich habe tatsächlich aus dieser Quelle, die wir zusammen manifestiert haben, diese genau 1000 Euro für mich, für meine eigene Verwendung, für mich, nur für mich bekommen. Wahnsinn! Ist es nicht der Oberhammer? Ich bin absolut immer noch sprachlos. Ich bin absolut immer noch begeistert. 3 Tage. Es ist noch nie vorher passiert aus dieser Quelle. Das ist eine mögliche Quelle gewesen für sie, aber dass das wirklich freiwillig passiert, dass es einfach da ist. Es war einfach da. Visualisiert, gefühlt, gespürt, begeistert gewesen, sich gefreut, alles wie es sein muss, oder? Und einfach den Verstand ausgeschaltet und gesagt hat, ja, so fühlt sich's an. Niemals gedacht, dass es so schnell kommt. Immer gedacht, dass es kommt. Immer gedacht, dass es kommen kann auf die eine Art
oder andere Art und Weise. Aber dass es wirklich exakt so passiert ist, 3 Tage später, das ist Wahnsinn. Und das sagt mir, Leute, wir müssen mehr zusammenarbeiten. Wir müssen zusammen visualisieren. Dieses Tool, was ich da gemacht habe in meinem Coaching, wie ich es angewandt habe, das ist so, so powerful. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das ist von Kyle Cease. Für die, die das nachschauen wollen, und er nennt das Kylego. Und es sind 2 Leute zusammen, die sich die Zukunft gemeinsam ausmalen und so erzählen, als sei es schon passiert. Oder? Und dann einer bringt noch eine tollere Idee und der andere auch. Und ja, und das war ja genial. Und du erzählst quasi dir gegenseitig so eine Geschichte, die du erlebt hast, zusammen, als sei sie schon in der Vergangenheit gewesen. Das ist mega, mega powerful. Macht das mit euren Freunden, liebsten Bekannten, wenn ihr etwas haben wollt, manifestieren wollt. Steigert euch rein in dieses Potenzial, indem ihr so tut oder so darüber sprecht, als sei es schon passiert gewesen. Mega powerful, der Beweis ist da. Ich bin selber absolut sprachlos. Hammer, Hammer, Hammer. Also, ich fahre jetzt weiter. Es gibt weitere News. Und ich freue mich mega auf das, was noch auf mich zukommt. Alles Liebe, tschüss, tschüss.